Herr Professor Klings, Sie haben sich in Ihrer Keynote, wie man das ja heute sagt, doch sehr enttäuscht gezeigt, was aus dem Bundesjustizministerium zum Thema Urheberrecht, Leistungsschutzrecht, ja im Grunde genommen dritter Korb, bisher gekommen ist. Und auf der anderen Seite, das, was da ist, wird von der Firma Google heftig kritisiert und Google hat jetzt so wörtlich gefordert, der Bundestag möge doch dieses Gesetz kippen, wörtlich, und diese fruchtlose Diskussion beenden. Was wird er denn nun tun, der Bundestag? Also zunächst mal glaube ich, das, was wir gemacht haben, war und ist gut in der Koalition beim Thema Urheberrecht, nur wir haben zu wenig gemacht. Insofern waren schon oder ist eine gewisse Enttäuschung da, weil es auch mal viel hoffnungsfroher auch im Justizministerium vor 3 Jahren aussah. Beim Thema Leistungsschutzrecht ist das eine Frage, die man nicht überbewerten sollte. Das ist ein notwendiger und sinnvoller Lückenschluss. Es gibt andere Leistungsschutzrechte für Künstler, für Produzenten. Und es macht jetzt hier Sinn, in einem digitalen Zeitalter, dass wir auch für Verleger ein solches Leistungsschutzrecht gewähren. Denn in der Zeit, wo ich Zeitungen nur in Papierform verbreiten konnte, war natürlich der Verleger Herr über das Verbreitungsverfahren. Heute geht es eben etwas anders und da macht das Leistungsschutzrecht dann auch Sinn. Google hat natürlich vollkommen recht, der Bundestag entscheidet über ein Gesetz. Der Bundestag hat es in der Hand, einem Gesetzentwurf zuzustimmen, ihn deutlich zu verändern oder abzulehnen. Ich glaube aber, dass wir ihm im Kern zustimmen werden. Es mag kleinere Veränderungen geben. Und eben aus den guten genannten Gründen. Und dass natürlich Google, ein Unternehmen, was im Zweifelsfall hier zahlen muss, etwas, was es bisher kostenfrei abgerufen hat, dann auch kostenpflichtig behandelt wird, das nicht gut findet, das verstehe ich. Das ist sozusagen wie in anderen Lebensbereichen auch. Wenn man zahlen muss, tut man das nicht gerne. Und davon habe ich großes Verständnis für Google. Aber wir können nicht Gesetzgebung so gestalten, dass Google ein Vetorecht darin hat. Und insofern glaube ich nicht, dass sich Google mit der Position durchsetzen wird. Wenn wir schon beim Zahlen sind, hier ist viel diskutiert worden über Urheberrechte und auch Vergütungsmöglichkeiten, wie Content-Schaffende denn auch leben können von dem, was sie schaffen. Und es ist geredet worden auch über die Flatrate, also praktisch so eine Art Kultur-Flatrate. Was halten Sie davon? Also in gewissen Bereichen haben wir Pauschalvergütungen im Bereich GEMA, VG Wort, da macht es auch Sinn, weil es in dem Bereich keine realistische Alternative gibt. Aber diesen Weg noch weiter zu gehen, jetzt sozusagen eine Zwangspauschalabgabe für alle Bundesbürger einzuführen, das wäre kein guter Weg. Wir haben zu Recht auch manche kritische Diskussionen bei der Frage Haushaltsabgabe der Rundfunkgebühren und das Thema noch weiter zu treiben und noch in extremerer Form, in jede Form von Content, den ich mir aus dem Netz herausziehe, mit einer Pauschalabgabe zu belegen, wäre genau der falsche Weg. Es würde auch Qualität nivellieren. Der Gelegenheitsschriftsteller würde genauso im Zweifelsfalle bezahlt werden wie die große Literatur. Die Leute sollen selbst entscheiden, was sie denn genießen möchten an Musik, an Literatur und Ähnlichem. Und wir müssen es dann schaffen, dass jemand auch, wenn er ein gutes Werk geschrieben hat oder gefertigt hat, davon auch leben kann, davon auch entsprechend Vergütungen bekommt. Und das geht nur durch Individualvergütungssysteme, nicht durch Pauschalvergütungen. Sie haben in Ihrem Vortrag und auch in der Podiumsdiskussion kam das doch als tragender Gedanke immer wieder durch. Es ist auch eine Frage des Rechtsempfindens, wie das Internet genutzt wird, diese Umsonstkultur, die sich da entwickelt hat, dass wir alle gemeinsam an diesem Rechtsempfinden arbeiten müssen. Wären sowas wie Warnhinweise da eine gute Lösung? Also absolut. Die Zukunft unseres Urheberrechts, des geistigen Eigentums entscheidet sich nicht nur im Plenarsaal des Deutschen Bundestages, sondern auch in unseren Schulhöfen, Schulklassen und Universitätsbibliotheken, ob man da und in anderen Lebensbereichen sorgfältig mit geistigem Eigentum umgeht. Und ein wichtiger Beitrag wäre, solche Warnhinweismodelle wohlgemerkt nicht, um damit Strafverfolgung oder Ähnliches einzuleiten. Darum geht es ausdrücklich nicht, sondern ein Bewusstsein zu schaffen. Und da wäre es den Internetplattforminhabern da mitzuwirken und zu sagen, ja, wir warnen, auch im Schutz, im Sinne des Schutzes unserer Kunden, aber damit sie merken, was sie machen. Bitkom will das ja nicht. Das ist ein Punkt, den ich von Bitkom oft gehört habe. Sie sagen, wir machen das, wenn wir dazu gesetzlich gezwungen werden, aber von uns aus machen wir das nicht. Das ist nicht, was wir unter einer modernen Stakeholder-Gesellschaft, einer modernen Verantwortung sehen. Das ist eigentlich ein sehr altes Denken. Ich hoffe, dass Bitkom das ablegen wird. Altes Denken ist ein schönes Stichwort für meine letzte Frage. Wenn wir heute auf einen modernen Hybridfernseher gucken, haben wir links TV und rechts Internet. Und es gelten völlig unterschiedliche rechtliche Regime. Links ist es sehr starr reguliert, das fängt mit der Werbung an und hört mit den Werbezeiten auf. Muss da was passieren?
offensichtlich. Also beispielsweise zum Thema Jugendschutz kann man bestimmte Dinge im Fernsehen nicht vor, weiß ich, 22 Uhr ausstrahlen. Wann ist 22 Uhr im Internet, wenn man weltweit sozusagen die Dinge abrufen kann? Also es ist ganz offensichtlich, dass wir im Internet bestimmte Dinge regulieren müssen, auch starke Rechte durchsetzen müssen. Also im Internetbereich muss sich auch was ändern. Vielleicht der größere Reformbedarf ist in der Tat aus meiner Sicht, meiner persönlichen Sicht, im Rundfunkrecht. Es ist eben heute nicht mehr ein kostspieliges, ja kaum zu bewerkstelligendes Ziel, eine Rundfunkanstalt ins Leben zu rufen. Heute kann das jeder von seiner Küche aus, wenn er einen ordentlichen Internetanschluss hat. Insofern müssen wir schauen, dass wir im Bereich des Rundfunkrechts auch mal mit der Zeit gehen und bestimmte Dinge auch verändern. Das wird ein mühsamer Prozess sein. Da müssen wir auch vielleicht zum Teil noch das Bundesverfassungsgericht überzeugen. Aber beide Bereiche bewegen sich aufeinander zu und das muss sich auch in der Regulierung abbilden. Herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Danke.